Willkommen zum RZ-Magazin hier auf TV Oberwallis. Die Idee der Vorlage ist einfach. Kinder- und Ausbildungszulagen sollen von den Steuern absetzbar werden. Die Gegner der Initiative befürchten ein Loch in der Steuerkasse. Der Simon Kalbermatten kennt Fakten im heissen Abstimmungskampf. Will das Schweizer Stimmvolk weiterhin Steuern auf die Kinder- und Ausbildungszulagen zahlen? Die politischen Lager die sind klar aufgeteilt. Die Gegner von der Initiative die kommen vor allem von der linken Seite. Verschiebt profitiert in der sogenannten Familieninitiative nicht jede Familie gleich. Und das, obwohl die Vorlage eigentlich ganz sozial überkommt. Der German Eier, Fraktionschef von der SP und von der Linksallianz, erklärt. Die Initiative kommt sehr sympathisch entgegen auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick, wenn man es genauer anschaut, stellt man fest, das ist eine Mogelpackung, weil das waren vor allem die Familien mit hohen Einkommen, mit sehr hohen Einkommen, waren profitieren, waren die mit den tiefen Einkommen nicht waren profitieren. Und der Rolf Wittmer ist CVP-Regierungsrat und der hat es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Er ist auch als CVP-Regierungsrat gegen die Initiative, weil er sagt, der Nutzen haben vor allem die Familien, die hohe Einkommen haben und die mit den tiefen Einkommen haben geringe Nutzen. Die Debatte ist eröffnet. Auch Familien mit kleinerem Einkommen sollen profitieren, sagen die Gegner. Familienfreundlich und klar verständlich, sagen die Befürworter. Dann kehrt euch die CVPO-Nationalrätin Viola Amherd. Sie geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, in dieser Vorlage gäbe es nicht einmal Platz für eine Mogelpackung. Das nicht nachvollziehen. Man kann selten über so eine einfache Vorlage abstimmen. Wenn man den Text liest, versteht man sofort, um was das geht. Es geht darum, dass man Kinder- und Ausbildungszulagen nicht mehr verstehen muss, dass damit den Familien etwas mehr in der Kasse bleibt. Und was man da schwindeln kann, weiss ich nicht, weil das ist ganz einfach zu verstehen. Die Initiative von der CVP die verletzen elementare Grundsätze vom Steuersystem und setzen die Kantine noch unter einen größeren finanziellen Druck, als er ohnehin schon siege, heisst jetzt aus dem linken Lager. Wer mehr Geld zur Verfügung hat, der konsumiert automatisch euch mehr, weiss die CVP. Ein Trugschluss für den German Eier. Auch das muss man ein bisschen differenzierter anschauen. Wenn man Kaufkraft anheben tut, tatsächlich, dann kurbelt das die Wirtschaft an. Aber man muss Kaufkraft genau mit den Familien anheben, die knappe Budget haben, dass die mehr Geld ausgeben können. Die Kaufkraft von Familien anheben, die schon nirgend und nirgend haben, das bringt relativ wenig. Umgekehrt, der Steuerausfall von rund 1 Milliarde Franken, wo man sagt, wo die Initiative würde mit sich bringen, hat wieder zum Erfolg, dass Sparpakete geschnürt werden. Wir erleben es jetzt gerade im Kanton Wallis aktuell mit der Streichung der Krankenkassensubventionen beispielsweise. Und das sind nachher wieder genau die Leidtragenden, die von dieser Familieninitiative wenig bis nichts profitieren. Dazu erinnert die SP euch an einen ungerechten Verteilschlüssel und fehlende Steuereinnahmen. Damit ist Viola Amherd nur bedingt einverstanden. Also es wird sicher Steuerausfälle geben, das ist klar, auf Bund- und auf Kantonsebene, wenn man Steuern senken. Aber wir haben schon grosse Steuerausfälle gehabt, zum Beispiel mit der Unternehmenssteuerreform, die wir haben durchgewunken haben. Und da hat beispielsweise der Bundesrat im März gesagt, nach der Abstimmung, jetzt sind die Familien dran. Jetzt hat man die Gelegenheit, den Familien zu helfen und prompt ist man da wieder dagegen. Ich denke, man muss den Familien einmal erklären, warum dass man den Banken und den Unternehmungen immer die Steuern senken kann, aber diesen Kreisen, den Mittelstand, was es am meisten braucht, den nicht. Gerade in den letzten Tagen und Wochen hat man festgestellt, dass die Abstimmungsvorlage immer politischer ist worden. Der Vorwurf an der CVP? Euch die SP hat in der Vergangenheit ähnliche Vorlagen unterstützt. Der CVP-Parteipräsident Christoph Darbele, der sagt sogar, die SP verkäufe die Arbeitnehmer als dumm. In der Tat hat die SP betont, keine Politik wollen zu machen auf dem Buckel von Familien. Zählt der Grundsatz ab an immer? Selbstverständlich zählt das, aber wir wollen das familienneutral. Wir wollen nicht, dass einfach nur 50% profitieren. Also die 50% mit hohen Einkommen, während dem 50%, die knappe Budget haben, Familien mit knappem Budget, die nicht profitieren, das kann es nicht sein. Es muss familienneutral sein, das heisst, es müssen alle Familien profitieren. Der Standpunkt bleibt der gleiche. Die Familien werden nicht gleich behandelt. Ob es das Stimmvolk euch so sieht, das wissen wir am Anfang Schmerz.
In repräsentativen Umfragen sind die Befürworter von der Familieninitiative zurzeit im Vorsprung. Das gibt eine Logik für Diola Amherd. Für Schia ist klar, dass die SP als Gegnerin momentan keine Sachpolitik betreibt. Darum findest du euch klare Worte. Das muss man leider feststellen, weil wenn man jetzt die Entwicklung von diesem Thema anschaut, ist es so, dass ja die CVP schon 2010 genau das im Parlament verlangt hat, und zwar Lucrezia Meyer-Schatz mit einer Motion. Da hat zum Beispiel die SP mit 36-1 Ja dazu gesagt, genau zu der Vorlage, die wir jetzt abstimmen. Ein Jahr später haben wir zwei Standesinitiativen von Aargau und St. Gallen im Parlament auf dem Tisch gehabt, die das Gleiche verlangt haben. Da hat die SP wieder zugestimmt, mit 35-1. Jetzt plötzlich, wo man es haben könnte, ist man dagegen. Das schmeckt ganz stark nach Partei und nicht nach Sachpolitik. Wie viel Prozent von der Schweizer Stimmbevölkerung sich für die Initiative stark machen, das erfahren wir dann am 8. März. Dann gibt es euch Antworten dazu, ob die Stimmbürger im Abstimmungskampf mehr Sach- oder Parteipolitik haben festgestellt. So viel zur Kinderzulagsinitiative. Schön, habt ihr eingeschaltet.